Sledgehammer Games. Raven. Call of Duty World War II. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Bei einem neuen Projekt, denn wir spielen, wie gerade schon erwähnt und wie ihr seht, Call of Duty World War II in den Kampf. Okay. Kampagne, wir spielen die Kampagne. Neues Spiel, ich hatte eben schon mal kurz reingeguckt wegen dem Ton, also um den Ton anzupassen. Wir spielen auf Soldat. Soldat müsste eigentlich normal sein. Und los geht's. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Stiles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Hm? Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du
gehst baden. Verdammt! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Na, sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie Sex. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sersman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg! Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Klar doch. Verschwindet, Hilfe, öffnet!
damit noch einmal herzlich willkommen in einem der schrecklichsten Kriege des letzten Jahrhunderts. Gehen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen! Nein, hierfür wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bangalore! Sie schaffen das! Scheiße! Oh Gott! Na gut. Wie man offensichtlich schon gemerkt hat, setzt dieses Spiel sehr auf Cutscenes. Naja. Das hat ja geklappt. Wow. Und nochmal. Huch. Hatten wir nicht vorhin noch einen Wegpunkt? Ach da. So. Okay. Also es muss wirklich... Es muss wirklich schrecklich gewesen sein, ey. So. Hier hin. Ja. Und so. Daniels, nutze die Bangalore. Ich gebe Deckung. Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken. Alles klar. Fast geschafft. Ah, okay. Und los geht's. Okay. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen defensiv. Eieiei. Also das wäre überhaupt nichts für mich. Oh, dankeschön. Verbandskasten. Rechts drücken. Okay, es geht los. Huch. Wow. Ich finde es dezent gemein, dass man selber immer... ...so als Kanonenfutter vorrennen muss. Haben wir hier irgendwas? Oh, das war... Oh, Verbandskasten. Sehr schön. Sehr schön. So. Weiter geht's. Wir müssen die Bunker einnehmen. Ah! Arschloch. So. Was? Okay. Okay. So, erklimmen Sie die Klippe. Fuck. So.
Ja, wie soll ich das... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, die Bunker sind ein bisschen im Weg. Habe ich noch andere Waffen? Sehr schön. Ganz ehrlich, wie viel Schuss brauchen die denn? Jawohl, Sir. Okay, wir müssen 5 Bunker sichern. Oh. Gott, das wird schon mal gar nichts. Oh Gott, das kann echt was. Hab ich Granaten? Ich hab Granaten, okay. Irgendwen getroffen? Kann ich die vielleicht flankieren? Oh. Ist hier noch irgendwas? Okay. Moment. Einmal ein Medikit benutzen. Ernsthaft, du stehst da die ganze Zeit und... Schön, gib her. Die wieder zurück? Nee, ne? Okay. Was ist das? Alkohol am Arbeitsplatz. Explodiert das? Oh! Sehr schön. Oha, das tut mir leid. Um ins Ziel zu finden. Okay, Bunker sicher. Alles klar. 1 von 5 erledigt. Oh. Den Verbandkasten. Gib mir einen. Oh, wie viele kann ich denn tragen? Geiler Scheiß. So. Heldentaten, Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ach so, oh, oh. Oh, war das... Oh, War das gerade Friendly Fire? Ach so, Rauchgranate. Natürlich. Ja, aber jetzt sehe ich doch auch nichts mehr. Sieht er mich immer noch? Falsche Taste, natürlich. So, was muss ja passieren? Okay. Was zur Hölle, warum? Und ja, ich spiele mit Auto-Aim, denn Konsole. Und das ist mit Auto-Aim doch schon ein wenig einfach. Wo laufe ich denn überhaupt hin hier?
Werfe Granate! Warum habe ich das jetzt gemacht? Ah! Sogar noch einen erwischt. Alles klar. So, weiter, weiter. Gut. Hat vielleicht irgendwer nochmal Medikits für mich? Noch eine Angriffswelle, überleben wir nicht. Warum so? Scheiße, sieht doch für uns gerade gar nicht aus. Ah, bitteschön. Hä? Achso. Okay, wer hat das gesagt? Und wo bist du? Totsmann. Hier drüben! Tu es! Tu es! Tu es! Okay! Ich gehe rein! Habe ich mich jetzt selbst angezündet? Passt zu mir! Jungs, es tut mir schon mal leid, wenn ich euch anzünde. Hör auf damit! Dring mich doch nicht da weg! Pisser, ey. Gut, da ist er. Okay. Hallo? Mhm. Also ich habe das Gefühl, das läuft hier nicht so, wie es laufen sollte. Ja. Was? Die können zählen? Ah. Mehrstöckig. Ich warne dich, wenn du jetzt irgendwie eine Granate wirfst oder so, ne? Da ist nichts. Hä? Was mache ich hier? Ziel auf 12 Uhr! Huch! Wo kommen die denn jetzt her? Der feine Granate! Ich habe das Gefühl, bei diesem Call of Duty Teil ist es nicht einfach nur durchrushen. Muss mit Deckung spielen. Oder so. So, 3 von 5. Was war da? Achso. Hallo. Ah, okay. Na los, Tempo. Hallo? Wie, schon alle? Und jetzt habe ich keine andere Waffe mehr dabei. Hilf mir doch jemand! Verdammt! Sie kommen von Südosten! Hab ich jetzt beide erschossen? Wirklich? Gehen aus der Deckung! Ach, verdammte Scheiße, ey. Deutsche in Bewegung! Boah, ist das gerade dunkel. Aua. Was zur... So. Wo denn? Wir brauchen einen Verbandkasten. Fang! Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Sie und Sass wird sicher den letzten Bunker. Wir sammeln uns oben auf der Klippe. Und versuchen Sie, sich nicht umbringen zu lassen.
Ja. Gott. Oh, kannst du keine Türen aufmachen? Da springt mir doch bestimmt irgendwas ins Gesicht. War doch nicht. Okay. Okay, Jasmin. Noch einer. Wir haben's geschafft. Kann ich auch hierher? Oh, ist egal. Okay. Explodiert der eventuell auch? Ach, da oben. Gott, sag mir das doch. Was zur... Alter. Auch wenn ich jetzt nur ins Bein geschossen habe oder so. Der dürfte doch generell nicht mehr aufstehen. So, der... Der... Und ich habe denen jetzt die Waffen abgenommen, aber keiner von denen hat vergleichbare Munition dabei. Ist das ernsthaft? Hallo? Oh Gott, ey. Wirklich. Laufen. Oh, scheiße. Schaff mich weg von hier. Wir bringen dich hier raus. Halte durch. Boah, jetzt wollte ich gerade einen Schluck Kaffee trinken. Wo muss ich denn hin? Okay. Wir müssen zum Verwundeten-Nest. Linke Seite. Alter. Mhm. Läuft. Läuft. Definitiv. Klar. Fuck. Wir müssen zum Verwundeten-Nest! Linke Seite! So, das hat schon mal besser funktioniert. Sehr schön. Okay, lenken können wir nicht selber. Wir müssen einfach nur ziehen. Okay. Okay, mitten in den feindlichen Schützengräben ist... Den Kopf unten halten! Da kommen noch mehr! Alter! Vorsicht! Er ist getroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Scheiße! Ich hab... Alter, das ist echt unglaublich. Vorsicht! Er ist getroffen! Weiter! Leck mich am Popo. Wir müssen weiter! So, jetzt aber. Ich hab dich!
Scheiße! Hier kommen wir runter! Ich hab dich! Okay, das war jetzt mehr. Was zur Hölle? Boah. Oh Mann, ich verblute. Du musst es zudrücken. Sind fast da. Komm sie rauf. Los, los. Genau. Los, los. Boah, geschafft. Geschafft. Okay, bleib bei dir. Schau dir da. Ich brauche Morphium.